Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend. Erste Frage: Spielen wir heute ein Rocket oder spielen wir eine 18er-Rangliste? Die Antwort haben mir eure Anfragen der letzten Tage und Wochen gegeben. Das Rocket wird doch schmerzlich vermisst auf die kurze Distanz, wo einfach eine steile Karte gereizt wird, wo einfach richtig Bauernkloppe auch mal bezogen wird. Das ist zum Zuschauen einfach attraktiver. Nehme ich so an, und es passt mir auch ganz gut in den Kram, denn in den letzten zwei Wochen habe auch ich tatsächlich wieder beim Rocket richtig Prügel bezogen, wie es denn so ist, wenn man ein bisschen ins Risiko geht. Und entsprechend habe ich mich nicht für die letzte Monatsmission qualifiziert, und diese Woche soll es doch jetzt endlich soweit sein. Habe schon drei vorzeigbare Ergebnisse und bin also optimistisch, dass es diesmal mal besser läuft. Ja, schade fast, könnte man sagen, dass ich nicht die 16:30-Liste aufgenommen habe. Das ist mir irgendwie zu spät eingefallen. Da habe ich richtig schöne Karten bekommen. 7:0, 700 Punkte. Das hat schön geklingelt. Ja, aber macht ja nichts. Dann schauen wir uns jetzt hier die Rocket-Liste von 19:30 Uhr an oder 19:15 Uhr. So, erstes Spiel, 20er Reizung, und mein Partner geht beim Karo Hand gleich mit dem Herz Buben ran. Ja, vielleicht mal eine der wenigen Situationen, wo man direkt mal zwei Augen rettet, denn da ist natürlich nicht besonders viel zu holen. Und auch hier denke ich mir, ich werde mal den Herz König schonen, denn ja, wenn er schon so trumpfstark ist und mein Partner 20 gereizt hat, ist die Chance nicht so groß. So, und das ist natürlich ein interessanter Stich. Also wenn da nicht ein Bube liegt, dann fresse ich einen Besen, vielleicht sogar zwei. Auf jeden Fall ist das Spiel natürlich sehr trumpfstark. Und wenn wir jetzt noch irgendwie was machen wollen, dann über die Beikarte, also dann darf er natürlich nicht noch einen Ass dabei haben. Ja, das ist in die Hose gegangen, Pik Ass hat er auch noch, dann werden wir dieses Spiel natürlich nicht gewinnen. So, aber hier hat er uns gerade noch aus dem Schneider gelassen, weil er Kreuz von oben zieht und nicht von unten. Da durfte ich die eine Lusche noch loswerden. Und ja, tatsächlich, schaut es euch an, mit Zweien, also die beiden Alten waren im Stock. Das ist doch mal herrlich. Da sind wir dann natürlich mit 31 Augen ganz gut bedient. Ja. Diesmal werden die beiden Alten nicht liegen, aber vielleicht Pik Bube. Auf jeden Fall ein starker Ansatz. Leider gibt es Widerstand, und das stellt mich jetzt natürlich vor die Gewissensfrage, Kreuz Hand oder doch den Grang. Der Kreuz Hand ist natürlich auch nicht unbedingt unverlierbar, je nachdem, ob Vorhand jetzt ein Herz gereizt hat oder den Karo. Kann der auch schwer werden, und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, der Grang ist vielleicht eine Ecke leichter spielbar. Der Plan ist leichter. Na, in der Liga würde ich vielleicht eher zum Kreuz Hand tendieren, aber hier in der kurzen Distanz einfach mal reingegriffen, gehofft natürlich auf eine gute Findung, war nicht wirklich gut. Ein Karo, aber das gilt jetzt hier natürlich nicht wirklich als Verstärkungskarte, denn die Drohung ist natürlich, dass wir hier zu kurz kommen mit nur zwei Buben, wenn die Buben in einer Hand stehen. Aber es hilft ja nichts, 10 Augen runter und dann mal schauen. So, 22. Nächste Frage, ziehen wir überhaupt den Buben? Oder vermuten wir, dass Spieler 3 in Vorhand beide Buben hat? Aber ich sag mir hier, das ist mir zu heiß, jetzt über die Dörfer zu gehen und dann zu hoffen. Lieber so, und schon sind wir im zweiten Stich Sieger, denn 28 Augen haben wir liegen, die Buben sind draußen. Und jetzt kommt natürlich die Stehkarte. 39, 49 und 59. Das ist gar nicht unwichtig, hier auch mal ein bisschen mitzuzählen und zu beobachten. Spieler 3 wirft hier schon aus seiner langen Herzfarbe ab, hat eine Kreuzlusche abgeworfen. Denn jetzt haben wir mit dem Herz König schon 63, und dann, wenn das Spiel gewonnen ist, kann man ja auch noch mal andere Ziele anpeilen. Na, also viele Spieler würden jetzt noch das Pik Ass ziehen und dann schmeißen, aber nicht mit mir. Kleine Chance ergreifen. So, und wenn Pik 10 vorne sitzt, und das sah doch nämlich auch so aus, deswegen hat er die ganzen Stehkarten abgeworfen, dann ist da plötzlich noch ein Schneider drin. Also das war ja jetzt ein gelungener Auftakt. Ja, und dann brauchen wir diese Flocke auch nicht weiter reizen als bis 18. Einfach mal einmal geprüft, ob Mittelhand vielleicht auch nur eine Test 18 losgelassen hat. Das ist aber nicht der Fall. Da geht der Grang los. Naja, und da haben wir ja was anzubieten. Okay, Kreuz bedient er. Zeigen wir mal dem Partner auch die nächste Farbe. Alles klar, bedient er auch. 29, gut. Vielleicht kommen wir hier doch noch zum Überstich. Nee, ist nicht der Fall. Au,
Herz 10 blank. Na, dann würde ich sagen, gibt's nichts mehr, kann ich direkt schenken. Das ist ja relativ klar. Jetzt kommt die Herzbatterie und noch ein Seitenass. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Ja, da sind wir Schneider also auch bei Spieler 2. Hunzt die Karte. Ja, und da haben wir wieder was. Wieder ein schönes spielbares Ding. Und jetzt haben wir zwei Reizungen, aber das ist mir in dem Moment egal. Dafür ist das Ding zu stark und schnapp. Wer sagt es denn? Herz 8 und Dame, ich würde sagen, die passen nur bei mir. So einfach kann es manchmal sein. Also natürlich ist da auch ein bisschen Dusel in dem Moment jetzt dabei, aber grundsätzlich ist die Karte eben auf diese kurze Distanz zu schade. Da muss ich einfach bis 40 durchreizen und jetzt ist ja auch schon klar, die Buben kommen verteilt, kann ich hier schon zeigen, das Ding abkürzen. 100, ja, vier Augen haben sie gemacht, beziehungsweise zwei hätten sie noch dazu bekommen. Also ein ganz souveränes Ding. Ja, Mensch, die Karte läuft. Seht ihr, was ich sehe? Wieder Ass, Ass 10, zwei Jungs. Jetzt natürlich kriege ich wieder eine 23er Reizung aus Hinterhand. Aber okay, diesmal kann ja mal Bube und Ass oder eins davon drin liegen. Hepp! Ah, Herz, Dame und Karo 8. Das ist jetzt eine üble Nummer. Das war jetzt ja natürlich zweimal ins Klo gegriffen, hilft aber nichts. Da fällt mir auch nichts anderes ein, als sieben Augen drücken und den Grang zu spielen. Kreuz spielen kann es ja hier nicht bringen, der ist ja völlig chancenlos. Was mich an dem Grang so ein bisschen stört, na klar ist der erstmal ohne Kreuz Buben und mit nur zwei Farben gefährlich. Aber letztlich, wenn der glücklich steht und die Nullreizung muss nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten, dann kannst du den auch gut mal gewinnen. Was mich hier stört, ist, dass ich so viele Bilder noch selber in der Abgabe habe. Also zwei Bilder gedrückt, aber immer noch diese beiden Damen in der Flosse. Das ist einfach, ja, dieses Zünglein an der Waage, wo ich jetzt schon so ein bisschen denke, das sehe ich nicht so gerne. So, Pik gestochen, 20. Gut, und jetzt einfach Buben raus und gucken. Buben kommen schon mal, soweit so gut. Und jetzt hoffen, dass wir rechtzeitig eingespielt werden und dass wir einfach gerade so hinkommen. Ne? Gucken wir mal mit. 6, 16. Auf den siebten Pik wird natürlich gewimmelt. Okay, gut. Verraten wir mit Kreuz Dame zu viel? Sollen wir erst Karo Lusche laufen lassen? Ich weiß es nicht. Ich werfe hier mal die Kreuz Dame ab. 29, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, die Punkte sind sowieso annonciert. Die Frage, werfe ich hier Karo Lusche oder Herz Dame? 29, jetzt 53, bupp, 57. Und jetzt muss aber der Einschub kommen. Die letzte, der siebte Kreuz, der darf jetzt nicht bei Spieler 2 sitzen. Ah, wir sind aufgeflogen. Wir sind geplatzt. Das war aber jetzt ein bisschen Pech, dass ja, sowohl der letzte Pik als auch der letzte Kreuz bei Spieler 2 war. Das war dann natürlich leicht für die Gegner zu spielen. Im Endeffekt egal, wie rum ich jetzt hier abgeworfen habe, da konnte einfach noch durchgeladen werden. Ja, und da ist es, wie ich gesagt habe, das eine Bild, was ich jetzt zu viel selbst dabei habe, das, ja, das ist jetzt hier der, das Zünglein an der Waage. Verdammt, ich glaube, wir sind aufgeflogen. Okay, gut. Muss ja nicht jedes Mal funktionieren, dann lehne ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen zurück. Oh, und es wird dunkel draußen, merkt ihr das auch? Ich dachte, meine kleine Leuchte reicht, aber das sehe ich dann doch plötzlich, dass die kleine Funzel nicht so ganz trägt. So, jetzt haben wir hier 15, Herz 10 offenbar im Keller und Abwurf Karo Lusche. Ja, nun habe ich ja selber noch hier einiges an Vollen. Also jetzt den siebten Herz, der wäre zu früh. Ich muss ja wohl erstmal noch wenigstens den einen Karo hier abziehen. Ja, das hat geklappt. Ja, und jetzt, ich meine, wenn er einen 7 Trümpfe hat mit einer Herz und zwei Karo, da hätte er vielleicht auch die Herz 10 nicht gehalten. Also ich denke, vielleicht hat er auf die Nullaugen aus der Not heraus aus dem Karo Drilling abgeworfen. Jawohl, ziehen wir den noch einmal durch. Und dann der siebte Herz. So, wenn mein Partner zwei Trumpfstiche macht, dann haben wir ihn an den Eiern. Das ist der erste auf 57 und schnapp. Ich bräuchte hier irgendwo noch mal so eine Klingel. Ich muss mir hier mal so irgendwo an der Decke so eine Klingel anbauen oder eine Glocke, so eine Schiffsglocke. Immer wenn hier einer umgeht, dann kann ich hier einmal so kräftig
dran ziehen. Dann haben wir noch den Sound zum Beetspiel. So, also Spieler 2 stand ja auch gut. Der ist jetzt auch nicht mehr Jungfrau. Also willkommen mal wieder hier bei der Altenburger Bauernkloppe. So würde ich die jetzt mal bezeichnen. Und ohne zu viel zu spoilern, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Das war noch nicht das letzte Beetspiel, was wir hier gleich sehen. Jetzt geht aber erstmal ein Grang los, ohne Reizung. Naja, und ihr seht es hier, Könige haben wir ohne Ende, aber was Volle und Buben angeht, scheint es dann dem Spieler wohl etwas besser diesmal zu gehen. Sonst wäre da wohl kein ungezwungener Grang herausgekommen. Ja, König Lusch, König Lusch, König Lusch. Pik König, Pik 10 deutet vielleicht an, dass ich Kreuz spielen könnte, aber eigentlich ist es egal. Ich glaube fast nicht, dass wir noch was kriegen. Habe jetzt letztlich ins Karo gefasst und so ist es auch. Spieler hat hier schon Rest, Karo steht 2-2. Also Spieler 3 ist plötzlich vorne, hat 6 Spiele lang zugeschaut und jetzt einmal zugeschlagen und schon hat er die Führung übernommen. Und jetzt sucht er natürlich das Anschlussspiel. Aber da hat er die Rechnung natürlich ohne Spieler 2 gemacht. Der ist noch nicht satt, der ist noch mit im Geschäft. Nimmt auf, drückt um, Spannung steigt. Ich habe ja auch 2 Buben und einen Ass, mein Partner hat noch gereizt. Und da kommt ein 0 angewackelt. Und bei einem 0 haben wir natürlich immer Hoffnung, erstmal starke Hoffnung, sonst wäre es ja wohl ein Nullouvert gewesen. So, die 8 kam aber blitzeschnelle, gut, das muss nichts heißen, kann aber was heißen. Jetzt die 7 direkt hinterher erscheint mir zu dusselig. Ich habe jetzt eher gedacht, zweimal Herz ziehen und dann Pik 9 und mein Partner kann Pik übernehmen und dann vielleicht, wenn eben Spieler 2 und Spieler 3 je 3 Herz haben, auf den letzten Herz kann ich Pik König abwerfen und dann erwischen wir ihn vielleicht in Pik. Das ist hier mein Matchplan und nun guckt euch das an. Der Spieler hat 4-mal Herz ohne die 7, die stehen schön 2-2. Also wenn er jetzt nicht gleich die Karten zeigt, dann weiß ich aber auch nicht. Nach dieser Geschichte müsste der 0 doch jetzt langsam gewonnen werden und ja, nun habe ich von meinem Plan Abstand genommen, es in Pik zu versuchen, denke mir, vielleicht können wir ihn noch in Karo 7-10 oder so erwischen, wenn er davon eingedrückt hat und mein Partner da nur ein blankes Bild oder Ass stehen hat, aber Karo hat er auch nicht. Ja, und mein Partner, der greift beherzt zu, spielt Pik, also Pik ist tot, jetzt muss ich es doch in Kreuz versuchen. Tja! Das ist ja nicht zu fassen. Also das war ja nun wirklich ein Notnull vom Herrn, eine Obergraupe, 2 Viererlängen ohne 7 und in Kreuz, ja, das ging ja überhaupt nicht. Was hat er denn da gehabt? 8 Dame, König, Ass oder irgend sowas? Das war ja von Anfang an im Prinzip eine Totgeburt. Also das Spiel ging gar nicht. Okay, aber so ist es hier beim Rocket, da wird nicht aufgegeben, bin ich also froh, dass ich in dem Fall nicht quasi nicht rangekommen bin, sondern dass Spieler 3 hier in den sauren Apfel beißen muss, denn Spieler 2 bleibt auf dem Gas. So, mein Partner geht ran mit Herzbuben. Warum tut er das? Jetzt war ich am Überlegen, ob ich den Pikbuben lege. Herz kann mein Partner schließlich von hinten auch spielen, aber doch, ich mache es, denn von hier anzutreten vereinfacht die Geschichte dann doch ein bisschen. So, was haben wir denn da? Er hat 2 Herzen mit, vielleicht auch 3, er hat Karo mit. Wird Zeit, dass ich dann jetzt mal meinem Partner die Stechfarbe zeige. Ja, und jetzt taucht er in Trumpf. Warum taucht er jetzt in Trumpf? Ja, wahrscheinlich doch, weil er 4 Trümpfe hatte, ne? Anders ist es nicht erklärbar und dann müsste er jetzt eigentlich noch stechen können, so ist es. Und ich ziehe wieder an der Glocke, ding-ding-ding-ding. Das dritte hintereinander für Spieler 2, also der zieht es sich hier rein, jetzt steht er auf minus 64, jetzt müsste er doch eigentlich mal genug gesehen haben und vielleicht Spieler 3 auch nochmal eine Chance geben. Nee, aber so einfach ist es natürlich beim Skat nicht, so einfach ist es nicht, zumindest 18 werden erst nochmal wieder gehalten, ich halte mich da also komplett raus.
So, normal, der König sieht ja so aus, als ob Spieler 3 natürlich auch die 10 hat. Oft hat er sie in der Hand, aber gut, das ist doch mit 2 Trumpf sehr gewagt, darauf zu schnippeln. Dann nehmen wir eben raus, spielen zurück. Na gut, und manchmal ist die 10 nämlich auch gedrückt oder oft sind Zehner gedrückt, deswegen schnippelt man ja auch gerade nicht auf den Partner. Also, Herz sind alle raus, wir haben 18 Augen, Herz 10 im Keller. Soweit so unspektakulär, ob sich daraus jetzt eine Siegidee ableitet, das bezweifle ich noch. Aber hier, mein Partner geht nicht mit dem Karo Ass ran und so viele Karos kann er eigentlich gar nicht haben. Ja, gut möglich, dass er wieder ein paar Trumpf hat, ne? 5 Trümpfer vielleicht mit 3 Kreuz dabei. Und jetzt nimmt mein Partner auch nur die Trumpf 9 mit. Also da ist doch irgendwas ganz scharf. Und jetzt übernimmt er. Oh, jetzt kommt der Abzug und er zieht das Pik Ass und jetzt geht natürlich Karo Ass auch nach Hause. Ich glaube, Spieler 3 hat eben einen kleinen Zugfehler gemacht mit dem Buben. Er darf den Karo Buben nicht spielen. Dann kann er nicht abgezogen werden und dann wäre ihm das nicht passiert. Und jetzt muss ich erneut die Glocke ziehen. Auch Spieler 3 hat sein Fett weg. Also wir besorgen es uns hier richtig. Ja, was haben wir denn hier? 2 zu 1, 2 zu 3 und 1 zu 1, also ein ausgeglichenes Spielverhältnis. Nach 10 Spielen steht es 5 zu 5 und das ist vielleicht das, was ihr hier sehen wolltet. Ich hoffe, es heißt jetzt nicht, ja, es wird immer nur gereizt und dann auf Teufel komm raus. Ja, ein Stück weit ist es so und das hat dann eben zur Folge, dass die Spiele, wenn dann mal alles passt, auch fallen wie die Fliegen. Elftes Spiel. Meine Karte ist in diesem Block tot. Gut, man kann sagen, es liegt an dem einen Rang, ne? Ein Rang macht schon gewonnen gegen verloren, sind schon 250 Punkte Unterschied. Also wenn der geklappt hätte, dann stände ich ganz gut. So scheint hier nichts Großartiges mehr bei rauszukommen. Gucken wir mal, ob hier auch noch wenigstens zum Abschluss Gewinnspiele versteckt sind. Kreuz-Trumpf. Naja, wir haben wieder eine hohe Reizung, 30 und das Herz Ass. Na gut, alles rein, alles drauf. Wo soll ich es unterbringen? In Trumpf kann ich sowieso nicht unterbringen, denke ich mir, und auf Pik oder Karo auch nicht. Also knistern wir den mal rein. So, aber jetzt bei der 30, jetzt vielleicht doch nicht die Dame. Ah, da ist die 9 tatsächlich auch noch. Also die 30er-Reizung war vielleicht dann auch auf 33 gepasst, eher der Pik. Jetzt wollte ich hier die Dame natürlich nicht legen, weil ich mir gedacht habe, eher hat Spieler 3 selber noch die 9 und wenn nach einer Trumpfrunde dann die 9 kommt, kann ich mit der Dame übernehmen. Sieht ein bisschen besser aus, als wenn ich dann die 8 da drauflegen muss. Gut, so haben wir 3 Augen bisher nicht mitgenommen, stehen auf 25, aber das wird hoffentlich hier nicht den Ausschlag geben. Wenn ich jetzt mit einem meiner Asse rankomme, kann ich immerhin auch noch mit der Herzdame Druck machen. Der siebte Herz kann dann immer noch kommen. So, Spieler 3 geht ins Gebet, überlegt und dann schade. Ich hätte es natürlich gerne gesehen, dass er erstmal die Farbe des Spielers nochmal trifft, damit ich mit Herz kommen kann. Gut, dann können wir jetzt nur hoffen, dass wir Pik 10 irgendwie noch rausholen. Ah, und das war jetzt natürlich übel für uns. Schaut euch das mal an, ein Sechstrümpfer. Und der ist ja nun wirklich nicht dolle. Zwei Herz Luschen dabei und noch zwei Pik, auch ohne das Ass. Und hat jetzt hier das Glück, dass die beiden roten Buben blank stehen und er alle Trumpfstiche macht. Na gut, dann können wir natürlich nicht gewinnen. Dann wollen wir uns jetzt hier aber natürlich den saftigen Pikstich noch reinziehen. Jetzt wird er gleich abschmeißen und dann kann ich auch schon aufgeben. Ja, also auch das war jetzt kein Gedicht. Spieler 2 hat aber alles dafür getan, um hier noch den Ausgleich hinzukriegen. Also wenn man ihm was nicht vorwerfen kann, dann, dass er hier nicht alles versucht hätte. Das 3 zu 3 hat er sich redlich erkämpft und auch im letzten Spiel hat er hier nochmal 18 geboten. Da bin ich mal gespannt, wer das ist, welcher Nick. Sicher einer von denen, die typischerweise viele Spielanteile haben oder die hier zumindest beim Rocket gnadenlos in die Offensive schalten. So, jetzt macht Spieler 3 aber hier auch nochmal ein gutes Spiel. Zumindest hat er einen mit rein.
Ja, ich werfe hier Karo weg, denn wenn wir das Spiel überhaupt schlagen wollen, dann geht es ja nur, wenn der Spieler jetzt noch in der Kreuz 10 sitzt, zu zweit oder zu dritt, eher zu dritt, denn ja, Karo darf er natürlich dann nicht mehr haben. Gut, ich vermute mal, mein Partner hat jetzt Karo blank gespielt und Karo Ass 10 beim Alleinspieler, denn wenn er Kreuz blank hätte, müsste der jetzt eben kommen, damit wir später die Karo 10 heimkriegen. Gut, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier aufs Ganze und gehen noch mal in den tiefen Schnitt. Okay, das war's dann aber, dann ist Karo 10 noch beim Alleinspieler. Na gut, dann hat er dieses Spiel auch noch mal deutlich gewonnen. Ja, er hat mich sogar noch überholt. Nicht, dass das jetzt hier wichtig wäre, 238 zu 236, und Spieler 2, der hat ja deutlich doppelt so viele Spielanteile oder alleine so viele Spielanteile wie wir anderen zusammen. Das ist ihnen in dem Fall aber auch nicht so gut bekommen. Ja, okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch diese Art der Skat-Kloppe auch zusagt oder ob ihr vielleicht dann das eine oder andere Mal auch lieber so eine etwas ruhigere, gepflegtere 18er-Rangliste sehen wollt. Ich habe hier nur ein paar Meinungen. Manchmal gibt es ja auch andere, die sich noch nicht geäußert haben. Also dazu mal ein paar Kommentare von euch, dann kann ich mir das überlegen, was ich euch beim nächsten Mal hier vorsetze. Dann haltet die Ohren steif, macht es gut und wie immer, gut Blatt.